So, dann, das ist alles. Vielleicht mal wieder wenigstens Level 23. Boah, hat warum hatte ich so wenig Level? Weil ich gerade dabei sitze, mir mein ein zweites Schwert zu machen, zweites Netherite-Schwert. So, das hier war nix, oder? Nee. Weil mein jetziges Netherite-Schwert ja halt kein Mending und ich kann es auch nicht drauf machen, weil es zu teuer wäre. So, unter den Dingern ist Wasser. Das heißt, hier kann komplett zugemacht werden. Wo war jetzt hier das Wasser? Da drunter. Wo ist der Block hin? Da. Das heißt, die Seite kann auch komplett dicht gemacht werden. Und die Seite hier. Die Seite bin ich mir nicht sicher, warte mal. Du hast die doch in die Wand gesetzt. Das ist doch erst, oder? Ist doch nee. Egal. Also einfach dicht machen. Boah, ich habe wieder das Falsche aufgeputtet. Ich auch. Sage mal, ist hier überall. Dann guck mal jetzt. 1, 2, 3, 4. Ich habe keine Blöcke mehr. 4. Da ist das Wasser drunter. 1, 2, 3, 4. Dann hier. 1, 2, 3, 4. Da kommt einmal Wasser. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Reicht genau. Da, wo die Löcher sind, kommt noch Wasser rein. Fertig. Warte, ich mach den mal von unten zu kurz. Ich komm mal zu euch rüber. Ich bringe auch mal meine ganzen Redstone und Obsidian mit, die ich habe. Raus noch nicht, wir haben genug. So, das. Ach, nee, du kannst Redstone-Blöcke mitbringen. Nee, hab ich dabei, ja. Hab ich dabei. Ach so. Volle zwei Stück. Kannst du auch welche mitbringen? Ein Stack sollte reichen. So, die Kacke ist komplett zu dann. Ich fahre aber vorher noch mal nach Hause, weil ich mein Level vorher gerne weg. Warte mal, ich zeichne mir gerade die Fahrtrichtung an. Dann hier. Ach, du hättest das in Längsrichtung. Ich bin gerade in Querrichtung, weil ich dann dort ausliefer. Ja, da hinten ist doch auch eine Tür. Aber wir können. Wir müssen sowieso gucken. Warte. Wenn das hier ist, ist hier frei. Nee, geht schon mal gar nicht, weil dann kommt das mit dem Ding über. Okay. Also müssen wir das längs machen, weil dann geht nämlich hier eine lang, hier eine und hier dann wieder. Für die Nebengeräusche entschuldige ich mich gerade, meine Tochter ist gerade rausgekommen. Redstone Böcke sagt, ihr soll ich mitbringen. Ja. Noch irgendwelche Bunch? Nö. Noch nicht ganz zubauen, bitte, wir müssen hier auch noch langlaufen können. Ja, ich überlege gerade, wo willst du den Ausstieg haben, also die Abladestation, wenn ich es jetzt einfach mache? Die können wir ja trotzdem hier hinten machen. Hier jetzt, oder?
Ja, hier können wir sie ja trotzdem machen. Okay, warte. Wir müssen sowieso erstmal gucken, wie wir das machen, weil die kommt ja dann auf diese Blockhöhe hier. Da lasse ich CO2 wieder mit seinem super tollen Wasserscheiß machen. Ne, warum? Da kommt einfach bloß Hopper und eine Kiste hin. Oben ja, aber wie willst du das hochleiten? Wieso hochleiten? Du machst oben zwei. Das sieht doch scheiße aus, wenn sie unten im Boden ist, warum? Ja. Zwei Trapdoors hin. Also. Wir können ja mal gucken, wie es im Haus drinne dann aussieht. Vielleicht kann man sogar die Kiste also, so machen, dass die im Haus drinne ankommt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir könnten ein bisschen also, herleiten. Kurve als Abladestation ist scheiße. Der Block fällt also weg, der daneben. Dann können wir die einfach hier einmal so links lang ziehen. Ja, dann hier hinten. Hoppe stellt jetzt einfach die Hopper da. Ja. So, hier da dürfte wir da eine Hopperreihe weiter sein. Eine Sache, die mich ärgert, okay. Ist nicht in Vanilla Minecraft geht. Upper. Ja, Upper. Hätte ich jetzt Hopper auch gehört. Ich hätte so gerne Upper. Nicht nur du. Die hätte jeder gerne, denke ich mal. So. Jetzt müssen wir natürlich gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fertig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achso, du hast ja noch keine Redstone. 7. Ich bin schon auf dem Weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hast 7. du Hopper dabei? 1, 2. Nee, das Hopper habe ich 6 Stück. Ja, aber wir müssen dir jetzt eben noch weiterleiten. Ich habe auch kein Eisen. 2, 3, 4, 5, ich 6. Ich habe auch beides nicht mehr. Scheiße. Kannst du nochmal umdrehen 2, 3, oder soll ich 4, zurückfahren? 5, 6, 7. Gut, wenn du weißt, ich bin jetzt falsch da. 1, 2, okay, 3, 3 4, 5, 6, 7. Ich meine, ich habe kein Eisen, ich habe generell kein Eisen. Ja, ich hätte einfach bei mir in die Kiste. Ich habe ja noch 24 Hopper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier müssen wir dann 8 machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, wir müssen. Irgendwie einen Eingang zu euch? Hier. Wo sollen jetzt die Hopper hin, die dann zur Kiste führen? Oder zum Wasseraufzug oder was auch ich immer? Ich hab da ja Koppel hingetan. Die Reihe sind dann, alles Koppel, die 6 Stück. Dann muss ich. Das sind alles Hopper dann. Ja, dann haben wir ein Problem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann reichen die hier aus, weil wir müssen Redstone-Blöcke zwischendrin setzen und die sperren die Hopper. Kannst du nicht davor und danach einsetzen? Dann kriegt sie dort halt ein bisschen mehr Boost. Schadet ja nicht. Ich bin gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also einfach vor dem Kabel und hinter dem Kabel ein. Der Abstand sind da drin dann 7 und nur davor und danach sind es wahrscheinlich keine 7. Aber das schadet ja nicht. Das wäre dann so hier. Ne, wir müssen trotzdem nur 3 Hopper, die dann hier platziert werden können. Aber 3 Hopper ist, habe ich drüben gemerkt, das Problem, dann fährt die Bahn drüber und lädt nicht ab, teilweise. Das Problem hast du immer. Aber warum nur 3, Ike, hä? Du musst ja deine Symmetrie mit 7 Abständen nicht einhalten. Wenn ich jetzt hier einen Hopper hinsetze. Ich brauch das Bildliche, Ike, ich komme gleich wieder. Können wir gleich diskutieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir testen das jetzt einfach mal so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Bring mal auch mal zur Sicherheit Dienste und kurz mit. Da kommt. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. 7, dann kommt das dahin. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das wäre hier, dann kommt der hier hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. War es jetzt richtig? 3, 4, 5, 6. Hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mit der Kurve 7. Also doch dorthin. Das. Ja. Das, das, das. Fertig. Jetzt habe ich das bestimmt oben drin gehabt. Was? Das da. Wir müssen uns erstmal anstupsen. Ja, das sollte kein Problem sein. Oh. Da ist ja was. Ihr habt die Schiene und den Dirt aufgehoben. Ja, ich hab noch genug davon im Inventar. Ich würde es aber noch nicht setzen. Krieg ich einen Minecart und einen Hopper? Du wolltest doch jetzt einmal testen, richtig, Ike? Ja. Beim Tier vorne kaputt. Fahrtrichtung ist ja jetzt erstmal egal. Hä, was machst du da jetzt? Die richtig setzen, du hast sie in den Boden gesetzt. Nee, ich hab den Block angeklickt. Mit den Hoppern. Weil da. Wo sollen die sonst lang gehen? Aber da fährt einmal durch. Ja, und das nicht mal zu schnell. So. Ja, Quatsch, da muss ich rein. Da muss ein Block. Achso, du wolltest ja Cleanstone haben, C2. Okay. So, so, so. So, und jetzt will ich was gucken. Gut. Jetzt will ich mal kurz was gucken. Ja, der würde gesperrt sein jetzt. Ja, der ist gesperrt, genau. Perfekt. So, und jetzt komme ich gleich von der anderen Seite mal kurz. Lass das bitte einfach mal auf. So. Wo hattest du da denn aufgedacht? Wurde. Willst du da jetzt einen Hopper? Nee, warte, bevor du das da setzt, setz einen Dropper dahin. Dann können wir das mit dem Wasser, Hey, jetzt doch mit Wasser? Nee, dann können wir das hier mit Wasser hochmachen. Das läuft hier rein, also hier rüber, hier ist ein Hopper, dann wäre hier auf der Ebene die Kiste, dann wäre die nicht so weit unten. Aber ihr wollt erst mit Wasser machen. Erstens, du kannst es doch dann gleich an die Oberfläche transportieren, zweitens. Wieso? Das sieht das. Nee, aber wenn wir das bis an die Oberfläche transportieren, sieht das scheiße aus. Kurze Sache, kann mir mal zwei Booster Rails geben, weil da vorne fehlen. Ich hab keine mehr. Ich hab. Was Rails? Booster Rails. Also Power Rails, danke. Ich hab keine mehr. Ja, aber komm, der eine Unterschied macht doch nichts. Dann macht man hier einen schönen Abgang. Da musst du dann. Da musst du nicht mal einen Abgang machen. Weil der nur hier die Kiste hinkommt.
machst du eben, oder wir machen die Kiste wirklich nur bis hierher, machen hier eine Stair hin, und dann kannst du trotzdem zugreifen. Du mal bitte. Nö, eine Einzelkiste reicht doch eigentlich aus, wobei. Doppelsieg ist einfach immer besser. Ach, hier habt ihr den Eingang. Okay, so, braucht nur noch einen Hopper hin. Achso, in die Richtung gerade. Jetzt aber eine dumme Frage: Wie wollt ihr aus dem Hopper das in den Wasser Doppelstream? Nee, ich wollte das eigentlich mit einem Dropper dann droppen lassen und mit Soulsend nach oben in den nächsten Hopper rein und so weiter, aber wir machen das gerade anders. So. Sieht man ja auch ein bisschen was von der Technik, was da schief läuft. Das Einzige, ich würde hier neben dann wieder zubauen. Ja, dann mach mal Abflug. Ich habe doch noch Blöcke. Hier brauchst du das noch nicht setzen. Ich sammle deinen Schrott ja die ganze Zeit auf, da. So. Weil ich immer noch den besseren Ping habe, warum auch immer. Ne, es hat was damit zu tun, als es gejoint ist. Fertig. Also, man kann zugreifen auf die Kiste unten. So. Kommst ja. du da raus? Kommst du da raus? Was? Okay, ich hätte es auch gehabt, deswegen. Hau doch einfach ab, so. Nee, nur nicht. Wer hat die letzten zwei? Ich hab die zwei, so. Irgendwo so, hatte ich doch noch das hier. Ich mach einfach mal das da. Die, sobald da, das ist alles gleich, sobald die halt Farmland können, die sich nicht zu connecten. Ach so, keinen hat aber jemand eine Hold, ne, oh, sieht aber besser aus. Die ändern sich automatisch dann um. Oh, ach so. Nein. Dann. Na, also ich kann eben eine Hold machen. Haben wir hier noch Dirt? Perfekt, wird aufgesammelt. Da vorne fehlt noch einmal dort in der Ecke. Ja, toll. Da hab ein Farmer. Oh ja, wäre der da runtergeplumpst, wäre er am Arsch gewesen. Jetzt müssen wir uns nur was einfallen lassen. Wobei, das ist ja scheißegal, der kann ja hier rumlaufen, wie er will. Ich habe die Stack Seeds mitgenommen. Die sind in der Kiste. Ja, dem einfach zuwerfen. Ne, der muss erst Farmer werden. Ah ja. Hat jemand einen scheiß Kompost damit? Ich kann einen bauen, wenn wir Holz haben. Okay, wenn wir mehr als ein bisschen. Hat jemand ein bisschen Holz? Nee. Fällt draußen einfach ein Baum. Hat jemand eine Axt mit? Ja, Moment, ich gehe. Einmal den Weg zoll von ja, ein bisschen. Ja, kommst du ran? Na, kommst du ran? Komm! hier ist noch mehr. Hat er jetzt einen Job? So, das ist ja, so. Nicht, Komposter war das nicht so? Komposter war Slab unten, Sticks, normale Bretter an der Seite. Ja. Wie du Barrel craften würdest eigentlich.
Ja, okay, nee, klappt nicht so, wie ich ein Barrel craften würde. Alles nur Half-Steps als Ach, alles nur Half-Steps, Entschuldigung. Hast du dann noch, wenn du noch vier Holz übrig hast, die würde ich gerne nehmen für Knöpfe. Achso, ich hatte sogar gar nichts von dir gebraucht, weil ich hatte noch ein bisschen was an Planks über. Dass wir das Grundstück hier auch verlassen können, habe ich ja da vorne noch Türen gesetzt. So. Ach, können wir uns so hinlegen? Der nimmt sonst, glaube ich, den Scheiß nicht an. Nee, der... Hulk? Wow, hier oben steht einfach nur ein einziges Bett. Ja, bin ich vorhin auch so hochgegangen, dass deswegen weiß ich von diesem einen Bett. Perfekt. Mann, das war sogar das von mir. Du hast mein Bett besudelt. Erstmal kontaminieren hier. Der Zweige mal weg. Ist der voll? Ja. Und jetzt können wir ganz normal anpflanzen, oder? So. Wenn er voll ist. Wenn er voll ist, ja, ganz normal anpflanzen. Nicht irgendwo schon Herr Weizen hat. Woher denn? Keine Ahnung. Der guckt, also hat er keins. Disconnected einfach. So. Und wir können es ganz normal testen. Hat jemand Bone Meal dabei? Ja, klaro. Einmal bitte 3-4 Felder machen, um zu sehen, ob der das auch aberntet. Ich verballer jetzt aber alles. Warte. Also in dem Tempo schafft er die Arbeit nicht. Wir können ja zur Not noch einen zweiten rausholen. Irgendwie keinen Bock. Ja, das irritiert mich gerade, warum man nicht drauf geht. Macht dann ja Ruf. Könnte es sein, dass wir geändert haben, dass er mindestens ein Dings, ein Weizenslot haben muss? Nee, weil die ja Brot daraus dann craften. Ja, funktioniert. Warte mal, andere Frage. Funktionieren die Farben überhaupt noch in der Version? Müssten eigentlich. Das letzte Mal hatte ich sie mit. So ein Arschloch. Das letzte Mal hatte ich sie in der Inst 12 gebaut und da lief ja alles. Pflanz erst, nicht machen. Pflanz erst jetzt nach. Nee, es musste eine Hau werden. Also es musste ein Lotus Feld erstmal werden, bevor er nachpflanzen darf. Ja, warte. Wir warten, gucken erstmal, ob er welche setzen tut. Hallo? Mir ist das Feld zu groß. Geht mal aus seiner Sichtweite, weil der guckt euch immer an. Jetzt macht er was. Oder nee, es wurde nur bewässert. Irgendwie hat er einen Vogel. Ich bin sofort wieder da, ich wechsle eben nochmal auf. Ich merke gerade, ich habe die nicht dran. Jetzt macht das wieder kaputt. Aber er guckt das andere Feld an. Nee, es hat auch bloß zerlatscht. Muss der vielleicht gesaved sein? Nee. Dass man einmal mit ihm tradet? Nee, die normalen Villager, die du so in Dörfern findest, die, mit denen hast du auch nicht getradet und die ernten ab. Und machen alles. Es kann halt wirklich sein, dass die 1.16 nicht mehr funktioniert, die Farm.
Doch, er hat abgeerntet. Aber hat wieder ein Feld zertreten, die Kiste und das Ding muss dort weg. Der erntet ab. Funktioniert noch. Also holen wir uns noch 10 weitere, da funktioniert ja. Ja, und natürlich muss das Ding und die Kiste hier weg. Ach, jetzt hat er wieder keinen Berufsschaden. Das ist erstmal nicht so schlimm. Ich stelle sie einfach erstmal in den Weg. Die Kiste war da irgendwo mit dabei. Nee, nicht dahin, nicht dahin, nicht vor die Tür, dann. Was dann? Setz die hier an den Zaun ran. Und daneben setzen wir dann das Ding. So. Hier, Alk, ich habe noch Hobby fürs Portal. So, wir können uns ja mal oben ins Haus reinsetzen, ne? Hat das eigentlich auch wieder nachgepflanzt? Natürlich, ja, ja. Das. Sammel es ein, mein Kart. Die hier sind weg. Ja, die müssten auch gleich verschwinden hier. Das da ist auch weg. Also was der Villager abgebaut hat. Sag mal. Okay, der ist so bescheuert. Ich will früher irgendwas aus, vielleicht. Also, er hat abgeerntet und gesetzt. Ja, aber klappt das aber, wenn wir. Wir werden auf jeden Fall noch einen zweiten hierher holen müssen. Ich setz jetzt oben erst einmal das Türmchen. Das Türchen, das Portal. Vielleicht klappt es jetzt besser. Ich habe mal das andere Feld draußen abgebaut. Achso, stimmt. Ja, wir können uns ja einfach ransetzen und noch zwei weitere holen. Der alleine schafft das ja eh nie, das Tempo. Muss ich gucken, ich werde das hier drüben hinsetzen. Hier brauchen wir sowieso nichts. Das Weizenkreuz ist immer noch nicht abgeholt worden. Das wundert mich gerade auch, ey. Die anderen hat er alle problemlos angesammelt. Warum die Stackweise nicht? Ich schmeiß das nochmal einfach woanders. Hat jemand Flint in Steel mit? Nö. Ja. Was? Aber noch wegen der Special-Folge. Ich wollte mich im Notfall mit Feuerzeugen wehren. Dann bitte einmal anzünden. Und schon haben wir einen Chunkloader. Also irgendwas. Darf ich mal reingehen und gucken, wo wir rauskommen? Kannst du gerne machen. Jetzt kommst du, wir kommen einfach zu. Jo, nee. Wir kommen. Das ist doch. Echt? Ja. Damit ist es ein Fast Travel nach Hause. Dann. In so einem Place. Okay. Machen wir jetzt hier aber trotzdem einen Chunkloader, einen aktiven. Das passt. Ja. Also ich würde das Ding nicht unbedingt dann ziehen, weil ich Fast Travel nach Hause. Hier endet die Minecart-Strecke. Wir haben uns verbaut. Lunz mal rein. Wieso haben wir uns verbaut? Du hast dich dann verbaut. Aber ich will jetzt wissen, wieso er die Scheiße da nicht einsammelt. Ist er zu schnell? Nee, das dürfte nicht sein. Ich weiß, dass er, wenn er zu schnell ist, nicht ab. Das ist genau da, wo keine Schiene lang geht. Aber die andere war ja auch mitten im Wasserloch sogar, da war auch keine Schiene. Egal, ich muss sie ja sowieso nochmal anhalten. Die ist randvoll. Die lädt nicht ab, oder wie? Das sag ich doch, dass das nicht reicht. Die brauchen hier 6 Hopper.
So. Ich würde sagen, dass wir den Chopper brauchen. Ich würde einfach sagen, das Feld ist zu groß. Nix dort, nee. Dort jetzt nichts machen. Zelt 2, das hat ja nichts mit dem Feld zu tun. Eins, es zwei, ist, es drei, ist alles im Minecart vier. Drin, nur das Minecart ist, läuft zu schnell über die Hopper und lädt nicht ab. Das ist das jetzige Problem. Überhaupt nicht. Doch, das habe ich bei den Hühnereiern auch schon gehabt. Nee, es lädt uns das überhaupt nicht ab oder zu langsam? Überhaupt nicht. Es hat überhaupt nicht abgeladen. Und ich hatte das vorher mit Items getestet, die funktionieren super. Warte mal, wir müssen dann gucken, in welche Richtung wir das fahren lassen. Boah, ich bin da schon wieder runtergekommen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kuckuck. Also es muss dann wieder in die gleiche Richtung fahren, Darko. Guck, wenn es hier draußen fährt, so lang. Ansonsten... Du musst deine Abzählung ja eh nochmal neu machen. Jetzt. Hab ich gerade. Wäre es nicht sinnvoller, wenn es andersherum fährt? Nee, weil hier kriegt es ja wieder Speed und dann kommt es nicht hinterher mit Abladen. Aber trotzdem wäre es doch sinnvoller, wenn es andersherum ist, weil hier ist es jetzt der Fall, jetzt wirft uns das hier ab, dann hier, damit blockiert er doch die Hopper. Wenn er andersherum fahren würde, würde er den hier als erstes vormachen, dann den. Das können wir auch machen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Dann müssen wir aber die ganzen Redstone-Blöcke nochmal neu setzen hier. Das ist ja das wie gesagt, Problem. Es muss doch sowieso nicht abgezählt sein auf dem Picobello-Pünktchen-Teig. Wir haben nicht so viele Rails dabei, denk mal da dran. Herr, ja, ich baue. Wir haben viel zu viele dabei. Aber keine Power Rails. Herr, ich baue die Strecke viel zu klein, wie das Feld ist. Herr, der mich drängt und immer sein eigenes Ding durchziehen will. Das und zweitens, ist gelogen. Wir haben über 40 Power Rails und du hast dir vielleicht 10 verbaut. Das ist gelogen. Rockstar, Dance,